Diesmal ging es für mich also nach Würzburg, zur Flyer Alarm Arena, der Heimspielstätte der Würzburger Kickers. Früher hieß das Stadion einfach nur Dallenberg-Stadion, Stadion am Dallenberg oder ganz einfach nur Kickers-Stadion. Das Stadion wurde 1967 erbaut. Seit März 2013 ist die Würzburger Online-Druckerei Flyer Alarm Namensgeber und Sponsor. Im Juli 2019 einigte man sich auf eine langfristige Verlängerung des Namensgebers, und zwar bis ins Jahr 2030. Das Stadion hat aktuell 13.090 Plätze. Davon sind 2.882 Sitz- und 10.208 Stehplätze. Kleiner Funfact am Rande. Die Sitzschalen auf der Haupttribüne stammen zum Teil aus dem Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern, aber auch aus der Brose-Arena in Bamberg, einer Basketballhalle. Vom Würzburger Hauptbahnhof aus erreicht man die Flyer-Alarm-Arena problemlos mit der Straßenbahnlinie 3 Richtung Heuchelhof und Straßenbahnlinie 5 Richtung Rottenbauer. Von der Haltestelle Dallenbergbad sind es jeweils nur 500 Meter bis zum Stadion. Die Eintrittskarte gilt dabei als Fahrschein für den Nahverkehr. Mit dem Auto erreicht er die Flyer-Alarm-Arena über die A3 Ausfahrt Würzburg-Heidingsfeld, dann weiter mit der B19 Richtung Würzburg-Stadtring oder über die A7 Ausfahrt Würzburg-Enstenfeld und dann weiter über die B19 Richtung Würzburg-Stadtring Süd. Ab der Stadtgrenze könnt ihr der Ausschilderung Flyer Alarm Arena folgen. Wo ihr dann parken könnt und wie viel das kostet, das erfahrt ihr über den Link, den ich euch unten in die Beschreibung reinmache. Nachdem ich angekommen war, konnte ich schon mal einen kleinen Blick auf das Stadion werfen. Leider ist es nicht möglich, um das Stadion herumzugehen. Man merkt schon, dass die Flyer-Alarm-Arena ein etwas älteres Stadion ist. So platzt an der einen oder anderen Stelle auf der Haupttribüne der Beton ab bzw. hat Risse. Und auch sonst wird kein großer Komfort geboten. Natürlich kommt zum Schluss wieder das Bild von der angebotenen Bratwurst und dem Bier. Hier war ich wirklich sehr überrascht. Mehr dazu erzähle ich euch aber später. Kommen wir wieder zu der Bewertung meines Besuches. Wie immer weise ich an dieser Stelle darauf hin, dass die Bewertung nur meinen Eindruck des Besuches widerspiegelt. Selbstverständlich dürft ihr und könnt ihr auch anderer Meinung sein. Verkehrsanbindung. Mit dem Auto kommt man schnell von und zur Autobahn. Ausreichend Parkplätze sind auch vorhanden und mit dem öffentlichen Nahverkehr kann man kostenlos anreisen. Vielleicht wäre es noch sinnvoll, Stellplätze für Fahrräder anzubieten. Ansonsten gibt es aber nichts Großes auszusetzen, daher 8 von 10 Punkten. Stimmung. Zunächst möchte ich mich bei euch für die Kritik und die Hinweise zu meiner Bewertung zur Stimmung im Deutsche Bank Park bedanken. Wenn man die Bilder beim Empfang nach dem Europa League Endspiel gesehen hat, stimme ich euch zu, dass meine Bewertung zu niedrig war. Ich kann aber auch nur das bewerten, was ich bei meinem Besuch wahrgenommen habe. Und damals war die aktive Fanszene nicht da und dementsprechend war auch die Stimmung. Das gleiche trifft auch hier zu. Der Heimbereich der Fans war fast leer. Es lag am Abstieg der Würzburger Kickers in die Regionalliga. Daher kann ich auch hier nur 2 von 10 Punkten geben. Stadionmenü. Hier war ich echt überrascht. Die Bratwurst war sowas von lecker und das Bier hat auch super geschmeckt. Das Beste, was ich bisher bekommen habe. Der Preis war mit 7 Euro bisher auch der günstigste. Hier kann ich nur sagen, macht weiter so. Und 10 von 10 Punkten. Sicht. Die Sicht war auch sehr gut. Man sitzt zwar etwas weiter weg vom Spielfeld, dafür sind aber die Stehplätze sehr nah dran. 10 von 10. Stadion. Wie ich schon erwähnte, ist das Stadion schon etwas älter. Auf der Haupttribüne platzt der Beton an der einen oder anderen Stelle ab und es wird kaum und eigentlich gar kein Komfort geboten im Stadion. 3 von 10 Punkten. Somit kommt die Flyer Alarm Arena auf 33 von 50 möglichen Punkten. Und das war es auch schon wieder mit dem Video.
Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Wenn ihr Kritik und Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare rein. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bis dann.